Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich mal ein bisschen über die 1.16 reden und wie es bis jetzt lief, Leute. Und zwar haben wir gerade den 12. Ja, 12.12. haben wir heute. Und am Freitag, also vor ungefähr vor 2 Tagen, ist ja die 1.16, glaube ich, erschienen. Weiß ich nicht genau, wann sie erschienen ist, habe ich genau auf die Form nicht so gut. Auf jeden Fall, wie es bis jetzt läuft, Leute. Ich muss sagen, meine Erwartungen wurden von dem Griefer Games Team erfüllt. Also, es ist bis jetzt. Es ist erstens mal, ist das Orb-System nicht drin, was ich sowieso ein bisschen kacke fand. Dann sind hier erstens keine Kisten drin. Generell funktioniert das mit Redstone hier recht gut. Die Community ist auch gut. Also ich habe bis jetzt noch keinen Scammer erwischt, muss ich sagen. Des Weiteren hat Griefer Games wirklich es mal geschafft, dass auch im Moment zum Beispiel noch keine bekannten Debugs auftauchen. Gut, okay, es leckt jetzt zwar immer noch recht stark zwischendurch, aber das werden sie auch wieder noch beheben. Was ich allerdings bis jetzt kritisieren muss, dass bis jetzt 6000 Spieler wirklich auf einen CD-Bildplan sind. Ist ja gut und schön, weil dadurch das Handelsvolumen und die Interaktion durch den Spieler untereinander gesteigert werden soll. Aber es waren zwischenzeitlich hier schon mal 400 bis 500 Spieler drauf, Leute. Und da hat es komplett geleckt. Aber kommt ihr auch zwischendurch immer wieder mal rein, fragt, ob es jetzt immer noch leckt, wie es geht, was die weiteren Ideen sind. Und so wie ich das jetzt wohl mitbekommen habe, wollen die erstmal die ganzen Lags und so beheben. Und dann wollen die sich gucken, was die Community wünscht, damit das reingebracht wird. Weil im Moment ist noch kein Geld auf der 1.16 vorhanden. Sprich, wir müssen hier im Moment eine Ersatzwährung, und zwar Dias. Ja. Es gibt auch im Moment keine Booster, keinerlei Perks. Ich kann jetzt auch mal slash Perk machen. Findest du nichts, ja? Slash Booster. Wirst du auch nichts finden. Ich finde das wirklich gut, weil das erstens wirklich mal die Wirtschaft wieder fördert und du richtig farmen gehen musst, damit du hier irgendwas erreichen kannst. Und das nach meiner Meinung auch wieder gut ist für die Spieler, weil die erstens mal wieder was wertschätzen und nicht, ein Diamond ist nichts wert, wie auf der 1.8. Und du wirklich für deine Ziele richtig reingrinden musst und wirklich auch mal wieder Spaß an dem Game hast und nicht nur dich wie eine 1.8 zwischen Bauen, Handeln und Clan vielleicht noch abwechselst. Hier kannst du erstens viele verschiedene neue Farmen machen, die auch funktionieren, da Redstone auf dem Platz an ist und konstant an ist, muss ich wirklich sagen. Du kannst als nächstes kannst du zum Beispiel einen Zaubershop aufmachen, wo du nur Zaubersachen verkaufst. Du kannst aber auch einen Materialshop aufmachen. Kannst auch sagen, yo, ich farm auch nur das Material, werd von allen zum Händler, kontrolliere den Markt davon. Das geht zum Beispiel auch. Hier gibt es natürlich auch wieder Kartenbau und Bannerbau. Kartenbau gab es zwar auch, aber Bannerbau wird, denke ich mal jetzt, wenn das für mehr Spieler zugänglich ist als für 300, auch wieder recht gut funktionieren. Sprich, dass du einfach nur einen Bannershop hast und die Leute eine Menge Banner kaufen und sich die hinhängen. Das war früher öfters mal so, dass sich die Leute einfach eine Menge Banner hingehängt haben. Und wenn man, ich sag mal, 1000 Banner hatte, galt man als reich früher. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar, aber damals in der 1.8, wo Griefer Games noch nicht die ganzen Debugs erlebt hatte, war das wirklich gut. Und ich muss sagen, bis jetzt finde ich die Features, die auch drin sind, ganz gut. Was heißt Features? Also, dass sie wirklich mal auf die Griefer Games Community gehört haben oder jetzt immer noch drauf hören und sagen, yo, dass wir zum Beispiel Kisten oder sowas vielleicht wollen, wünschen sich zwar einige. Ich persönlich würde es mir nicht wünschen, weil das für das alles kaputt macht und Pay-to-Win, muss ich wirklich sagen. Abgard aber auch schon selber gesagt, wenn er das Kistensystem reinmacht, also hat er in den Chat geschrieben gehabt, soll ich Kistensystem reinmachen? Hat er geschrieben, würde hier eher das kaputt. Nee, das war beim Orb-System. Tut mir leid, Leute, ich habe mich vertan, das war nicht beim Kistensystem. Auf jeden Fall, man könnte das, wie ich es mir vorstelle, das Kistensystem auch implementieren, indem man zum Beispiel nicht so wertvolle Dinge reinmacht, ja. Dass man wirklich sagt, für diese Kisten kann man auch anders kriegen und nicht nur durch Geld, dass man sagt zum Beispiel, du musst so und so viele Tiers abgeben und dann kannst du eine Kiste mit was Besonderem drin gewinnen. Und dass man da nicht so hochpreisige Gewinne wie ein Spawner oder sowas drin macht. Das ist nämlich auch das Gute. Es gibt wirklich keine Spawner auf dem Platz, keine irgendwie, keinerlei Admin-Items.
Admin-Items, okay, gut, kann man vielleicht später noch drüber reden. Wenn die jetzt keinen Spielvorteil schafft, wie zum Beispiel eine Birth-Klinge oder ein Birth-Bogen, wo du denn mit einem Schuss richtig viele Biegen machen kannst, weil der Plünderung 27 oder sowas hat, keine Ahnung. Das fände ich nicht so gut, wenn das reinkommen würde und wenn das ja auch funktionieren würde. Oder eine Spitzhacke mit Glück 500 oder irgendwie sowas. Wenn das hier wirklich reinkommt, fände ich nicht so geil, weil dadurch manche Spieler einen großen Vorteil hätten, ja. Aber bis jetzt ist ja im Moment noch Open Beta, muss ich sagen, gefällt mir das Prinzip recht gut. Ich finde es recht schön, wie es bis jetzt auch umgesetzt wurde. Im Moment ist es auch so, dass viele Spieler keine Plots mehr kriegen, weil es einfach so ist, dass die Plotwelt, dass alle Plots in der Plotwelt geclaimt sind. Du kannst ja auch wie auf jedem City-Bild wie immer 4 Plots claimen. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel auch hier 4 Plots geclaimt, die sind zwar noch nicht alle gebaut, die werden aber noch gebaut. Das ist im Moment für Spieler, die neu drauf kommen, natürlich ein bisschen kacke, weil die sich wirklich keinen Plot mehr holen können. Naja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich positiv überrascht von dem, was bis jetzt war. Von den Lags jetzt erstmal abgesehen, ist es Open Beta. Da muss ich finde ich persönlich, muss man mit rechnen. Ich habe mich zwar auch drüber aufgeregt, aber sie haben es ja geschrieben, es kann immer noch zu irgendwelchen Bugs oder sowas kommen, ja. Hauptsache keine Dupe-Bugs, das ist für mich wirklich der einzige Punkt, wo ich sage, ich will keine Dupe-Bugs. Da kann der Server von mir aus noch so doll legen, kann einen Ping von 1 Million haben. Ich will aber wirklich keine Dupe-Bugs haben. Das ist für mich wirklich das, was die Griefer Games Wirtschaft damals runtergezogen hat. Weil jetzt kannst du auch sagen, jo, ich gehe 10 Stunden farmen und werde damit reich. Aber wenn du jetzt in 1.8 sagst, jo, ich gehe 10 Stunden farmen, Digga, ich kann es vergessen, ja. Wirklich, 10 Stunden verdienst du vielleicht, wenn du gut bist, 100, 200.000. Gut, wenn du eine gute Grinding-Methode hast, 300.000. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein da. Muss immer mal ganz ehrlich, ja. 300.000, was ist das? Das sind ein paar Stacks Beacons. Buhu. Ja, siehst du, da haben ein paar Stacks Beacons, denkt man sich so, hier wäre das richtig geil, ein Stack Beacons. Denkt man sich so in der 1.8, buhu, Stack Beacons, ja, freue mich. Aber hier denkst du dir so, Digga, ein Beacon, mashallah, ist geil. Deswegen, und das meine ich, dass man wirklich auch wieder, ich sag mal sowas wie die kleinen Dinge lernen wird zu schätzen und nicht sagt, yo, Stack Beacons, man sagt wirklich so, ein Beacon, geil. Das finde ich auch an dieser 1.16 auch gut. Und des Weiteren natürlich, was mich persönlich am allermeisten freut, in dieser 1.16 ist wirklich, dass du jetzt nicht wie in der 1.8 ganz begrenzte Kombinationen hast, die du schon 10.000 Mal ausprobiert hast, umgeändert hast beim Bauen. Du hast wirklich jetzt viele neue Materialien, die du gut kombinieren kannst, ja. Viele neue Schwarzelemente. Es gibt, glaube ich, auch neue Wollfarben oder so. Keine Ahnung. Ich habe die 1.16 noch nie richtig gespielt gehabt, Leute. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Naja, schade, dass sie das nicht früher gemacht haben, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, bin ich überrascht. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu der 1.16 unten in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.